Ne, dann machen wir noch eins tiefer. Ja. Okay. Dann brauchen wir so ein. Da brauchen wir die Pure Fluix Dust. Ja gut, das ist ja jetzt kein Thema. Wir können ja jetzt. Machen wir schon mal ein paar Käbelchen. Und zwar machen wir hier die Standard ME-Kabel erstmal. Und das hat aber teure Geschichte. Das Quarz Fiber. Jetzt muss das auch noch regnen. So. Nett. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen Energie. Ich bin gerade am Überlegen. Haben wir da noch irgendwas? Nö. Dann brauchen wir da einen Dynamo vorerst mal. Dann nehmen wir ein Magmatic Dynamo. Da brauchen wir Invar. So, die kommen jetzt mal hierher. Invar. So. Dann brauchen wir Silber. Moment mal. Silber. Zack. Dann die da, das da. Und ein Redstone. Magmatic. Sehr schön. Und natürlich braucht man Lava. Klar. Wie viel ist denn da drin? Das reicht vorerst. Dann brauchen wir noch eine Pipe. So. Jetzt machen wir nämlich hier mal dicht. So. Gut. So. Du hast Saft, ne? Gut. Und dann sollte das Ding hier eigentlich chargen. Jo. Coole Geschichte. Das ist ja ein Elend. Fünf Stück. Naja. So, wo war das Gerödel? Hier, der ME-Controller. Da brauchen wir die Pure, genau. Da müssen wir. Der Karre ist voll. So, wie war das jetzt? Genau. Sand und Ding. Nö.
So, die Dinger brauchen jetzt Ewigkeiten. Da brauchen wir 4 Stück dazu. Wir hätten das auch hier mit dieser Vibration Chamber da machen können und so, ja, aber nö. Warum sollte ich das tun? Das tut's auch so. Ja, wir werden jetzt erstmal, während das da vor sich hin eiert, werden wir hier diesen Inscriber bauen. Ja, gut, da brauchen wir jetzt erstmal 2 Pistons. Haben wir irgendwo noch Pistons? Eine Piston. Wo ist mein Rubber hin? Habe ich das alles verarbeitet? Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Echt alles verarbeitet? Ne, da. So. Denn. So. Die 2 Pistons. So, und jetzt fehlt bloß noch die Pure Dinger. Können wir mal schauen. 0%. Tja, das wird seine Zeit dauern. Gut, müssen wir auch da warten. Schauen wir mal, was wir bis dahin bauen könnten. Ein ME-Drive. Ja, das können wir auch nicht bauen, wenn wir diese. Wir könnten aber mal schon mal diese. Das Silicon herstellen. Na, da brauchen wir Clay. Das tun wir dann in die Segmill. Aber dazu müssen wir erstmal hier die Kiste upgraden. So, schauen wir mal nach Chest und dann hier Wood to Iron, einfach ein Wood und ein Ding. Machen wir so. Zack. Dass wir hier ein bisschen mehr Platz finden. So, lasst mich mal kurz überlegen. Jetzt brauchen wir Clay. So, und schmeißen das hier rein. Ihr wächst da brav, oder? Das kann man natürlich auch beschleunigen mit diesem Crystal Grow. Ah, warte mal, Fluix Crystals 4. Warte mal. Der tut sich ja nichts. Nada. Dann 3 davon, 1, 2, 3. So. Fluix Block. Dann bauen wir uns doch gerade mal so ein Scheißerchen hier. Na, wo ist es jetzt hier? ME-Kabel, Quarzglas. Da müssen wir nochmal. Ein bisschen Quarz durchjagen, wenn das hier fertig hat. Na komm her. Ja, 4 brauchen wir.
Ach, das muss man von. Kann man da nicht irgendwie so positionieren? Genau. So, jetzt ist das Teil hier an. Und dann schmeißt man das Ding hier rein. Ja, dann sollte das hier dementsprechend schneller gehen. Hoffe ich mal, dass sich da jetzt dann was tut. Ist ja furchtbar. So. Das da wieder rein. Da ist alles durch. Das Silikon haben wir. So, das können wir auch noch nicht bauen. Müssen wir jetzt einfach warten. Ach, da geht auch normaler Flux Crystal. Ja, das hätte mir ja auch einer sagen können. Ist ja furchtbar. So, Inscriber. Der braucht meines Wissens nach auch hier so ein Käbelchen. So. Ah ja. Okidoki. Dann brauchen wir jetzt. Wir brauchen. Hier, Printed Silicon, da brauchen wir die Silicon Press. Silicon Press, hier haben wir es doch. So. Dann arbeitet das Teil hier. So, wir haben bestimmt noch irgendwo einen Hopper rumliegen. Ja. GZ. So. Geht das nicht? Oh, bist du ein Elend. Naja, gibt's Schlimmeres. Müssen wir das halt von Hand machen. So. Dann. Das da brauchen wir den Engineer Press. Engineer Press. Dann brauchen wir. Uiuiui. Zwei Dias. Moment mal, das raus da. Redstone haben wir da. Gut. Wir brauchen trotzdem die Engineer. Ne, wir brauchen nichts dergleichen. Wir müssen das da reinlegen, das da rein und ein Redstone. Genau. Und dann haben wir hier die Engineering Processor. So. Mit denen können wir doch schon mal arbeiten. Und zwar das Drive. Da brauchen wir wieder Käbelchen. So. Das da. Das da. Und Eisen. Wer hätte es gedacht? So, ME Drive. So. Goodie. Das Ding stört mich jetzt extrem hier. Perfekt. Dann brauchen wir dieses blöde Panel. Ja, doch, das Crafting Terminal. Brauchen wir ein ME Terminal.
Illuminated Plate, Iron Redstone Glowstone und das Glas hier. Nee, so. Glowstone. Illuminate Plate. So. Dann brauchen wir einen Charge, einen Fluix und Logic Prozessor. Tja, gut. Gold. Sag mal. Engineer Press. War das nicht so? Ach, die Logic Press. Furchtbar. Machen wir gleich mehrere. So, das letzte noch. Gut. Die haben wir, den Formatting Core. Da brauchen wir ein Crystal. Wo haben wir denn die ganzen? Ich will noch mein ganzes Zertus-Quarz weg. Hatte ich da nicht noch irgendwo was? Habe ich das alles jetzt durchgeschmolzen? Das kann doch schon nicht sein. Aha. So. Na, ihr? 65%, das klingt doch vernünftig. So, das Ding. So, und das. Was wir keinen mehr haben. Gut. Ah, okay. So, dann müssen wir wohl ein bisschen einmal, zweimal, dreimal. Genau. Das da durch. Ja. So. Und das hier. Martin Core und denn hier, da brauchen wir dann bloß noch einen Nether Quartz. Da. So rum. Mir geht der Platz aus.